Es ist 6.35 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Frühstücksrestaurant. Und dann wird gewandert. Ich weiß gar nicht, wie warm es ist, aber es ist angenehm. Ich muss auf jeden Fall dann nochmal heim meine festen Schuhe anziehen, das habe ich vergessen. Jo. Ab geht's. So, da ist mein Hostel. Ziemlich gut. Noch ein paar Worte zum Mango Sticky Rice. Es war einfach Milchreis mit einer halben Mango. Naja. Also kann ich das nicht als Mango Sticky Rice bewerten, weil es war gut, aber kein richtiger Mango Sticky Rice. You live in there, right? On this, on this side? Ja. Yeah. Yeah. Das ist mehr als eine Wanderung, ist schon wieder eher ein Klettertrail. Help us to protect our environment. Ja, wir sind halfway through. Sehr geil. Ist wirklich wieder eine richtige Dschungelwanderung auf dem Berg. Es ist so heiß. Es ist einfach nur schwül. Die Luft ist sehr dünn. Aber ja, macht Bock. Man sieht sie, wir sind mitten in der Wolke. Es ist richtig geil. Kamera kommt es nicht so rüber, aber es sieht hier richtig düster aus. Richtig geheimnisvoll. No fires. Zum Glück hat es auch vor einer halben Stunde noch mal richtig schön geregnet. Dass hier auch wirklich alles komplett zugematscht ist. Oh. Ja, das ist die Aussicht. Dafür wandern wir, Leon. Perfekt. Guckt euch diese Bäume an. Wie crazy sieht das aus? Ich glaube, das ist bis jetzt die aufregendste Wanderung oder die coolste, die ich bis jetzt gemacht habe. Obwohl Tafelberg in Südafrika war auch schon sehr cool und vor allem lang. Aber das ist hier halt wirklich Dschungel. Und meine Kamera ist diesmal nicht verklebt. Es ist hier oben einfach so geisteskrank neblig. Ich habe übrigens mein Kabel gefunden. Ich habe mein Rasierkabel gefunden. Das war doch in einer Tüte ganz unten im Rucksack. Aber ich glaube, mein T-Shirt vom Diving Resort ist weg. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Licht am Ende des Weges. Wir sind fast oben, aber wir sind oben. Und die Vegetation hat sich komplett verändert. Es sind überall eigentlich noch so noch Bambussträucher.
That's a house. Yeah. What? Room? Zimmer. Doppelzimmer is a double room. Da unten wohnen wir. So wohne ich hier. Guckt euch das an. That's looking mad. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ausblick, den man sich mal genehmen kann. Aber tatsächlich bin ich jetzt schon wieder hungrig. Weiß nicht, ob ich jetzt direkt was essen soll, erst später. So, jetzt sind wir wieder auf dem Abstieg. Mal gucken, wie das läuft. Absteigen immer gefährlicher als aufsteigen. Ich dieses Riesenteil an. Das ist meine Hand. Oh. Yeah. I can see his face. It's cute. It's a centipede, isn't it? It's cute. Is the other one a millipede? I think when there's more legs than some. Yeah, like millions of them. Yeah. I don't think that. Can you count the handle? Bevor ich es vergesse, da wurde ich natürlich verewigt. Ich habe schon bessere Schaukel in meinem Leben. Where is Martha? Ah, up there. We made it. Wir sind wieder unten. Und es ist heiß. Die Sonne scheint. Ich habe fucking Hunger. So, ich bin wieder zurück in der Unterkunft. Pack jetzt meine Sachen, check out, mache aber jetzt auch mal wieder mein Workout und dann esse ich Mittag schon, verfrühtes Mittagessen und dann später nochmal ein Mittagessen. That's the place for the workout. Mal gucken, wie hart es mich kaputt macht. Danach gibt es direkt Essen noch in meinem Bootrestaurant und dann gehe ich in die neue Unterkunft. Fast wieder auf die Fresse geflogen. So, wir haben jetzt ein Workout gemacht, Rucksack gepackt und jetzt gehe ich was essen und dann in die neue Unterkunft. $6.80, 123.000 Kip, das ist gut, zwar keine Klima, aber ich kann mit Ventilator ziemlich gut schlafen. So, Essen war gut, 30.000 Kip, das sind 3 Euro. Bisschen unter 3 Euro. Ist okay. Ist auf jeden Fall teurer als in Thailand. Wenn ich es erstmal so durchrechne. Also ist vielleicht genauso teuer, ein bisschen günstiger als der Süden. Aber der Norden von Thailand ist auf jeden Fall viel günstiger. Da kriegst du ja wirklich, hast du wirklich eine Mahlzeit für 1,10 Euro bekommen. Aber egal. Frisch geduscht, frische Klamotte. Jetzt geht's zum zweiten Mittagessen. Ich habe auf jeden Fall wieder Hunger oder immer noch Hunger. Ich sage immer noch. Ja, ich laufe mal auf die andere Seite der Stadt, über die Brücke und dann treffe ich die anderen. Dann schauen wir mal. Wollten heute noch baden gehen, eventuell im Fluss. Und dann heute, wenn es ein bisschen kühler ist, weil jetzt knallt es gerade wieder übel rein, in Caves gehen, also in Höhlen. Ja, mal sehen.
Da oben waren wir. Ich glaube, da sieht man das. Kann ich das zeigen, gescheit? Da? Ist da eine Hausecke zu sehen? Da oben. Von hier aus sieht es gar nicht so hoch aus, finde ich. Aber ja, man hat ja gesehen, wie hoch es ist. Der ist auf jeden Fall größer, der Berg. Oh, it's so big. Guckt euch dieses Riesenviech an. Das ist wirklich die größte Spinne, die ich je gesehen habe. Was? How big is it? Just the body. Too big. Just the body? Just the body, 3 centimeters? Like, no, more. A whole thumb? Maybe like 5 centimeters. Ich wollte eigentlich einen Mango-Sticky-Rice, den gab es aber nicht mehr und deswegen gibt es jetzt einen Bananenpfannkuchen. Das Eis hat jetzt 15.000 gekostet, also 83 Cent glaube ich. Ist gut, aber ich habe in Thailand dafür, glaube ich, 33 Cent gezahlt. Ich weiß, ich beschwere mich viel über die Eispreise, aber das Eis ist... Das ist ein Leben, das ist ein Teil meines Lebens. What are you complaining, huh? Und mal wieder fängt es gegen 17 Uhr an zu regnen. Wir lieben den Monsun. Wenn wir jetzt 3 Stunden Karten gespielt haben und der Regen endlich weg ist, gehen James und ich jetzt Richtung zu mir, kaufen uns ein Bier und dann warten wir auf die Mädels, essen Abend und setzen uns in eine Bar, glaube ich. Und morgen haben wir uns eine Bootstour gebucht und es war, glaube ich, ziemlich cool. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Krass ist, es ist jetzt gerade auch wieder so, dass der Strom manchmal einfach ausfällt. Also jetzt gerade ist der Strom länger weg. Normalerweise ploppt er immer nur kurz weg und kommt direkt wieder, aber jetzt ist der Strom ganz weg. Seht? Alles dunkel. Das ist jetzt das zweite Mal Indisch in meinem Leben. Einfach zweimal Indisch in 2 Wochen. Das ist auf jeden Fall viel Indisch. Aber ja, schauen wir mal. Oh no. Also man sieht mich gar nicht. Es ist Stromausfall. Man sieht, dass der Strom länger ausfällt. Und ja, jetzt müssen wir leuchten. Sehr bescheiden. Und Kerzenlicht haben wir auch. Also es geht alle 10 Minuten geht das Licht wieder an. Für so 5 bis 10 Minuten geht es wieder aus. Ja, ich denke mal, das lang. Jetzt, 5 Minuten später, ist das Licht auch schon wieder an. Und da sind wieder leckere Insekten zu filmen. Yeah. Guckt euch die fette Schnecke an. Lecker. James, eat it. Okay. This is a bit ridiculous, like this. Es ist 1:20 Uhr. Wieder ein bisschen lang gemacht, ein bisschen viel erzählt mit den Iren, Engländern und Holländern. Ja, bisschen Holländisch gelernt. Ist ja fast das Gleiche. Egal, kommen wir schnell zur Sache. Morgen geht's, muss ich um 7:30 Uhr raus oder 7:25 Uhr, um dann frühstücken zu gehen mit den anderen. Und da haben wir eine Bootstour mit Wanderung, mit Stadtbesichtigung oder Dorfbesichtigung, mit Kajaktour. Also morgen wird auf jeden Fall ein voller Tag. Habe ich Bock drauf. Und dann mal gucken, was am Abend wieder geht. Jo. Ich sag gute Nacht. Ah, Video. Scheiße, ich habe das Video nicht geschnitten.
Ja, es kommt wieder ein Video ein bisschen zu spät.